Berlin, Tag und Nacht, Vorschau, nach wilder Partynacht. Amelie landet mit ihm im Bett. Es ist noch nicht lange her, da hat Amelie Mike geküsst. Doch als sie ihre Freunde zu einer kleinen Party einlädt, landet sie plötzlich mit einem Schulfreund im Bett. Der Abend mit Lynn, Sina, Jonas und Lennart ist ziemlich eskaliert. Alle haben viel getrunken und wild gefeiert. Amelie sogar so viel, dass sie sich am nächsten Morgen kaum noch an etwas erinnern kann. Zu allem Übel liegt Lennart neben ihr, nackt. Auch er hat Schwierigkeiten, sich an letzte Nacht zu erinnern. Die Tatsache, dass die beiden miteinander geschlafen haben, ist offensichtlich. LYNN ist begeistert. Immerhin nehmen die beiden die Situation mit Humor. Doch dann steht plötzlich Mike in der Tür. Überrascht nimmt er zur Kenntnis, dass Amelie nicht allein ist. Er fordert seine Stieftochter dazu auf, die Unordnung von der Party zu beseitigen. Doch erstmal steht Schule auf dem Plan. Auf dem Schulhof erzählt Amelie Lynn vom Sex mit Lennart. Die ist hellauf begeistert. Ich habe schon gestern so Vibes gespürt. Amelie tut das Ganze ab. Da sind keine Vibes. Ich kenne ihn kaum.